Wir machen immer Späße drüber, wie wir früher mal eine Frau kennenlernen mussten. Das ist das Leben. Manchmal geht's batsch, batsch, batsch. Und die machen auf Instagram irgendwas und dann sind die zusammen. Also für die jüngere Generation vielleicht auch ein bisschen was zum Shakern. Geschichte so. Ohne. Ja, weißt du, was ich meine, ne? Meine Frau pflegt in solchen Situationen zu sagen, was stört die Eiche, wenn die Sau sich dran reibt. Du standst viermal vor der Perle in der Disco. Brauche ich und möchte ich dazu gar nichts kommentieren. Mit klugen Sätzen und auch hier. Alles andere, was davor gesprochen wird. Ich sehe Bela lachen, du warst genauso, ist ja klar. Ne? Was soll er denn auch groß sagen? Also? Und von fünf Stück haben noch drei Stück gesagt, hier, mach einen langen Schuh. Ne? So, wäre so die erste Anlaufstation. Ja, natürlich sind da unsere Hooligans von der Tribüne gefordert. Es gibt, glaube ich, neue Elefanten- und Löwenbabys gerade, die zu bestaunen sind. Also das ist doch schon mal, würde ich sagen, ein kultureller Punkt, den man durchaus wahrnehmen könnte. Marco, bitte halt die Schnauze. Ja, was soll ich dir jetzt sagen? Also... Wenn du dem jetzt sagen, also wenn ich dem jetzt sagen würde, du musst jetzt da drüben in der Red Bull Arena jetzt dahin laufen und dann jede Treppe 25 Mal laufen, würde es nicht hinterfragen oder der geht einfach darüber und läuft jede Treppe 25 Mal, kommt zurück, sagt, ich hab's gemacht, was machen wir jetzt? Dann sage ich, ja, jetzt gehst mal hoch, panierst mal ein paar Schnitzel, dann würde er es auch machen. Also der jede Aufgabe, die man ihm gibt, die macht er mit voller Überzeugung. Das ist wie so eine Ketchup-Flasche, die man sich neu kauft und gerade aufschraubt und dann will man so das Ketchup raustun und da kommt nichts, obwohl man sieht, sie ist voll und man muss von oben ganz fest draufklopfen, bis irgendwann mal alles rauskommt. Und wir sind gerade noch am Klopfen, aber wenn das dann mal rauskommt, dann haben wir wieder alle Spaß miteinander und da glaube ich dran. Was für Eigenschaften waren das, wenn dann Lucien Favre sagt, der Stürmer ist perfekt, obwohl er größer ist als vielleicht das Idealbild Ihres Stürmers? Ja, aber denken Sie, dass ich will kleine Stürmer so? Das sollte reichen, finde ich, oder? Ja, wir spielen halt immer noch Bundesliga und wir sind jetzt nicht der FC Hollywood in der Kreisliga. Der Demi hat offensichtlich ein PS-starkes, teures Auto gekauft und er hat es jetzt gepostet oder ich habe mit ihm gesprochen, jemand anders hat es gepostet für ihn. Er hat gerade zu mir gesagt, wie konnte ich nur so naiv sein, jemanden anders auf meinem, wie heißt es, Account posten zu lassen. Dann habe ich gesagt, ja, wie kommst du nur auf die Idee, mach das nie mehr. Aber es ist so, wenn ich über die Autobahn fahre, ich fahre fast ganz selten über die Autobahn, und sehe, was auf der deutschen Autobahn für Autos rumfahren, da muss ich sagen, das jetzt vom Demi wäre eins von denen, wo sehr viele PS hätte. Aber wenn du von hier nach Berlin fährst mit dem Auto, dann fährst du an Tausende von Autos vorbei. Wie heißt sie? USV? SUV, ich weiß gar nicht, wie es heißt. SUV heißt es ja, des Zeugs. Und die, da fahren Autos rum, das ist unglaublich. Das sind ganze Wohnungen. Oder denkst du, das sind ja Wohnungen. Und dann sind sie noch so groß, dass du kaum noch jemand siehst, wenn er vorne dran vorbeiläuft. Offensichtlich werden die ja gekauft zum Selbstschutz. Denn der andere wird ja bei den Autos nicht geschützt. Aber das ist ja dann vielleicht nicht so wichtig. War's das? Ja. Hobby die Ehre. Servus. Ciao, ciao.